Hallo alle zusammen. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, wenn ich mein Video mal auslasse, da wir im Vogelsberg nicht so die beste Internetverbindung haben. Hoffe ich, dass es die Stunde durchhält und ich denke, wenn ich das Video aus habe, ist da ein bisschen bessere Voraussetzung. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Online-Session mit dem Thema Mental Game oder Mental Strength. Ist ja so ein Punkt, der in den letzten Jahren ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist. Und mehr oder weniger ins Training eingebunden wird. Und da möchte ich heute versuchen, euch meine Ansicht zu diesem Thema ein bisschen näher zu bringen. Wenn Fragen sind, gerne im Anschluss können wir dann alles durchgehen. Ja, Mental Game. Erfolgreich durch Versagen, sage ich immer. Denn Baseball und Softball sind nun mal die Sportarten, in denen öfters versagt wird als in anderen Sportarten. Ein guter Batting Average ist bei uns und auch bei den Profis ja ein 300er Durchschnitt. Bedeutet aber auch, es gibt aus 10 At-Bats nur 3 Hits. Also eigentlich öfters versagt als etwas Gutes hingelegt, aber dennoch ist es was Gutes. Und ja, 30% Erfolg gegen 70% Misserfolg. Ich habe an mir selbst gemerkt, dass man im Training ja sehr selten wirklich trainiert, mit diesem Misserfolg umzugehen. Also sozusagen den positiven Umgang mit dem Versagen, den wir in jedem Spiel, in jedem Training haben. Wie kann man dieses in das Training integrieren? Für Nachwuchs besonders, aber auch bei Erwachsenen ist mir aufgefallen, dass das viel zu selten gemacht wird. Dazu möchte ich heute folgende Beispiele bringen. Einmal für den Batter, für den Pitcher und Catcher, für die Defense und für die Offense. Wir starten mit dem Batter. Aus eigener Erfahrung als Trainer und auch als Spielerin habe ich gemerkt, dass sich der Batter immer selbst Drucksituationen auferlegt. Viele meiner Spielerinnen sagen, ich muss immer gleich den ersten guten Pitch nehmen. Ich darf auch nie mehr Strikes als Balls gegen mich haben. Und auch ganz oft dabei, ich muss ins oder übers Outfield schlagen. Ein Home Run am allerbesten. Zu dem ersten Punkt mit, ich muss immer gleich den ersten Pitch nehmen, frage ich immer ganz gerne, warum? Man soll den Pitcher doch auch ein bisschen arbeiten lassen. Ich auch, selbst als Pitcher, ich habe beigebracht bekommen, dass ich dem Batter immer als ersten Pitch den schönsten, den ich habe, serviere. In der Hoffnung, dass der Batter den ersten dann auch gleich nimmt. Mein Feld ist natürlich gut trainiert, fieldet den Ball, macht ein schönes Play an die Eins. Oder fängt ihn gleich aus der Luft. Damit ist gleich das erste aus. Ich habe einen Pitch gebraucht. Batter ist weg. Das mache ich mit den nächsten beiden dann auch. Also bräuchte ich für ein Inning bei mir 3 Pitches und 3 Batter sind weg. Habe ich nicht wirklich sehr viel Kraft aufbrauchen müssen und bin auch nicht müde. Bedanke ich mich beim Batter, weil er hat mir geholfen. Und das ist so ein Punkt, den viele in der Bettersbox nicht sehen. Dazu der nächste Punkt. Ich darf nicht mehr Strikes als Balls gegen mich haben. Doch darf ich, aus diesem Grund. Wenn ich höher in den Count gehe, dann mache ich den Pitcher halt auch langsam müde. Wenn wir das Beispiel von eben nehmen, nehme ich immer den ersten und das Aus wird dann auch immer im nächsten Spielzug gemacht.
hat der Pitcher einfach nur 3 Pitches gebraucht. Gehen jetzt aber bei mir als erster Batter, wenn ich hochgehe, bis in den Full Count, sind das natürlich dann nicht nur ein Pitch, den der Pitcher mir bringen musste, sondern ja mindestens 5 für die 2 Strikes und die 3 Balls. Also musste der Pitcher allein bei mir dann schon mehr arbeiten, als wenn ich gleich den ersten nehme. Und beim letzten Punkt, ich muss ins übers Outfield schlagen, am besten Home Run. Ist toll, natürlich, mache ich auch ganz gerne, aber ist nicht immer die effektivste Waffe, die wir haben. Manchmal kann auch ein Bunt von Vorteil sein. Und was auch viele Batter natürlich nicht so gerne machen, sich auch einfach mal walken lassen, wenn der Pitcher denn halt wirklich nichts Gutes bringt zum Schlagen. Wie kann ich den Batter im Training dafür vorbereiten, dass er einfach auch mal mehr Risiko eingeht? Das allbeliebte Schlagtraining vom Tee, was die Spielerinnen und Spieler ja nicht so gerne machen und es auch oftmals zu wenig gemacht wird, aber sehr viel bringt. Weil beim Tee man halt auch wirklich sich darauf konzentrieren kann, die verschiedenen Corners zu trainieren und die verschiedenen Höhen und Tiefen der Pitches, die kommen. Und so trainiert man ja wirklich den perfekten Schlag auf die jeweiligen Corners, Höhen, Tiefes von Pitches. Und jeder Batter sollte für sich auch merken, wann fühlt er sich wohl bei jetzt einem Outside High, Outside Low, Inside High, Inside Low gerade. Und wenn er wirklich sagen kann, er fühlt sich bei all diesen Pitches wohl, dann wird er sich auch im Spiel wohl dabei fühlen, weil er einfach sich diese Drucksituation nimmt mit, ich kann aber keine Inside schlagen, ich kann keine Outside schlagen. Wenn es wirklich oft trainiert wird, wird es zur Gewohnheit. Und das kann man zum einen sehr gut mit Schlagtraining vom Tee trainieren. Das kann man natürlich auch einzeln machen, vor oder nach dem Training, wenn man ein bisschen mehr Zeit aufbringen kann oder möchte, sich einfach selbst das Tee hinstellen und dann die Pitches trainieren, mit denen man sich noch nicht so wohl fühlt. Dann haben wir natürlich noch die andere Situation mit Live-Batting-Training. In diesem Bereich habe ich jetzt angefangen umzustellen, dass ich eher mit Counts arbeite, anstatt einem Batter eine bestimmte Anzahl von Pitches zu geben. Früher war es immer so, jeder kriegt 20 Pitches. Das habe ich jetzt so langsam aufgehört, sondern mache dann lieber, jeder bekommt seine 4 Counts. Und dann wird halt das damit gemacht, was bei rauskommt. Ein Count kann dann mal enden mit einem tollen Hit, mit einem tollen Bunt, auch mal mit einem Strikeout oder mit einem Walk. Das wäre dann auch der nächste Punkt. Mit diesem sollte man dann halt auch mal aufhören. Habe ich früher auch ganz oft gemacht und sehe ich heute auch immer noch. Es kommt der letzte Pitch, den der Batter hat. Der war dann halt nicht gut gepitcht von dem Pitcher, vom Coach. Er ist nicht gut getroffen worden. Und dann gerade im Nachwuchsbereich wird oft gesagt, komm, kriegst noch einen mit so einem nicht ganz schönen, möchten wir nicht aufhören. Aber so passiert es leider im Spiel. Wenn der letzte Pitch kam und es ist ein Strikeout, dann muss der Batter leider auf die Bank. Und im Training hat er aber immer beigebracht bekommen, er kriegt ja noch einen. Und gerade in den jüngeren Jahren, bei den jüngeren Jahrgängen, finde ich, ist da wichtig, dass man im Training dann auch wirklich mal darauf trainiert, wenn der letzte ein Strikeout ist oder dadurch ein Walk resultiert, dann ist das auch so. Je öfter man es im Training macht, dann kann man auch im Spiel damit ein bisschen leichter umgehen, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache in dieser Hinsicht auch noch
die Übungen mit, dass ich eine bestimmte Anzahl von Pitches in bestimmte Richtungen geschlagen oder gebuntet bekommen möchte. Oder auch, dass ich meinen Bettern sage, sie dürfen von den Pitches, die sie sehen, nur bestimmte Pitches schlagen oder bunten. Also wir gehen jetzt nur auf die Inside Lows oder nur auf die Outside Highs. Da kann man ja immer variieren, damit da sozusagen auch eine Drucksituation für den Better aufgebaut wird, er damit im Training lernt, umzugehen, und dann kann er das auch sehr gut im Spiel auch bringen. Oder auch ein weiterer Punkt, den ich im Training mache, dass ich möchte, es werden nur Grounders geschlagen oder nur Flyboards, damit das auch im Training einfach trainiert wird. Egal welcher Pitch kommt, es darf nur ein Ground dabei rauskommen. So bringe ich im Training ein bisschen diese Drucksituation für den Batter hin. Und ich habe so bei mir auch selbst und auch bei denen, wo ich es jetzt trainiert habe, gemerkt, dass es dann im Spiel ein bisschen leichter fällt, sich da den Druck nicht selbst so groß zu machen. Dann kommen wir zur Offense. Natürlich brauchen wir Punkte, um zu gewinnen. Darum benötigen wir nach dem Batter die Runner on Base. Hier habe ich für mich als wichtige Punkte für mein Training Getting out of the box, Base Running, Working with the Base Coaches und Sliden. Zum letzten Punkt, Sliden wird auch im Training leider sehr oft vernachlässigt, weil auch viele Spielerinnen und Spieler, sehe ich an mir selbst früher, ich hatte früher auch im Training extrem großes Problem zu sliden, weil ich muss es ja eigentlich nicht und habe dann auch gesagt, im Spiel werde ich ja schon machen. Ich habe es dann im Spiel nicht gemacht, weil ich es nie trainiert habe. Also sliden, wirklich immer schauen, dass ihr das auch ins Training reinbringt. Und wenn ihr Spieler oder Spielerin habt, die noch ein bisschen unsicher sind oder Angst haben vom Sliden, das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Da gibt es ja genügend Übungen, die man machen kann, damit die sich da auch wohlfühlen. Aber auch einfach im Training, ja, die Situation ist nicht gegeben, sie müssen nicht sliden, um safe zu sein, aber wenn sie es da auch immer trainieren, machen sie es im Spiel, ohne drüber nachzudenken. Moment, das war das Wort. Da wollte ich noch gar nicht hin. Dann zu Getting out of the box. Der Punkt wird auch sehr oft vernachlässigt oder nicht so oft trainiert, wie man es machen sollte, weil viele ja schon noch nicht mit dem Schlag fertig sind und dann aber schon lossprinten. Und ja, wir trainieren da natürlich im Training immer, wir schlagen und schlagen und schlagen und wir machen schöne Sprints an die Eins, aber nie dieser Wechsel von, ich mache den Schlag erst fertig und starte dann meinen Sprint. Das auch ein bisschen öfters mit ins Training nehmen. Da geht es dann auch gar nicht darum, dass man bis an die Eins durchsprinten muss, sondern es ist wirklich wichtig, durchschwingen, Schläger weg, starten. Und zum Thema Base Running gehört auch die Arbeit mit Working with the Base Coaches, weil das dann auch oftmals nicht zusammen trainiert wird. Und man sollte es da auch wirklich im Training mit einbringen, damit man weiß, was sind die Zeichen, wie muss ich reagieren, wenn ich welches Zeichen bekomme. Und da ist auch wieder dasselbe. Je öfter ich das im Training mache, desto sicherer fühlt man sich und dann macht man es einfach automatisch irgendwann.
Ganz wichtig im Training ist natürlich auch, das zu trainieren, was gemacht werden muss, wenn nicht alles glatt läuft. Wenn man zum Beispiel beim Base Running eine Base überläuft, zur nächsten Base weiterlaufen und auf die entstehende Situation reagieren. Haben wir vor kurzem auch erst angefangen, wirklich zu machen. Weil beim normalen Base Running, was wir hatten, bis an die 2, dann ist nicht immer an der 2 gestoppt worden. Also haben wir uns dann jetzt mehr darauf konzentriert, okay, du sollst an der 2 stoppen, mit einem Slide oder so stehen bleiben. Aber wenn nicht, dann schau, ob du an die nächste Base weiterlaufen kannst und reagiere dann darauf, was passiert. Oder aber der Dive back to base. Das ist dann auch, den haben wir bis jetzt immer nur, also ich für mich hatte den im Training immer nur einzeln, vormerklich an der First Base, beim Pickup, immer trainiert, aber noch nie wirklich im Zusammenhang mit, was mache ich, wenn ich im Laufen war, über die Base gelaufen bin und der Ball aber schon zu dicht an dieser Base war, dass ich da dann einfach den Dive Back direkt zurück mache. Das Thema, wenn der Ball vor mir an der Base ist, sehe ich auch ganz oft. Ne? Viele geben dann schon auf, weil Ball ist vor einem an der Base. Man ist ja sowieso aus. Aber auch da kann man noch was machen. Bei einer Vorsituation einfach ein bisschen langsamer werden. Und jetzt dann auf der anderen Seite ist auch Training für meine eigenen Feldspieler. Langsamer werden und versuchen, den Fielder zu irritieren, dass der dann vielleicht denkt, oh Mist, es ist gar keine Force-Situation, sondern Tag. Dann müsste ich ja den Läufer taggen und spiele nicht gleich weiter an die nächste Base. So trainiert ihr beide Seiten. Einmal den Läufer mit nicht gleich aufgeben und sich einfach ausmachen lassen. Und euren Fielder mit, er hat die Situation im Kopf, was gespielt werden muss, sich nicht durch den Runner irritieren und ablenken lassen, sondern wenn gerade die Force-Situation war, Ball an der Base fielden und an die nächste Base, wo das Spiel gerade sein sollte, einfach weiterspielen. Bei der Tag-Situation ganz wichtig, was man so oft ja sieht, dass man einfach in den Tag reinläuft. Aber man ist ja nicht gezwungen zu laufen. Also da auch langsamer werden, abstoppen, umdrehen und so dann vielleicht auch noch einen Rundown zu provozieren. Wichtig für die Batter und Runner auf jeden Fall ist, dass man auf den Coach hören und ihm ihr oder vertrauen muss und die Signs umsetzen. Und das, finde ich, wird immer besser, wenn man es öfter im Training trainiert. Weil so können sich dann auch die Spieler wirklich dem Coach vollkommen vertrauen und sagen, in Ordnung, er schickt mich, wenn er meint, das ist so. Dann mache ich das und gut ist. Und natürlich auch die Signs immer trainieren, damit man weiß, was ist welches Zeichen, was muss ich machen. Ich sage meinen Ladies da immer, wenn ich euch ein Zeichen gebe, ihr macht es, nehmen wir jetzt mal einen Steal. Steal-Zeichen kam. Runner von der 1 an die 2 macht den Steal. Wetter hat den Ball auch schön durchgelassen, vielleicht ein Band angezeigt, aber nicht geschlagen. Sprich, meine Spieler haben das gemacht, was ich von ihnen wollte, aber es hat nicht geklappt. Catcher war doch ein bisschen besser als gedacht, ist also außer einer 2. Dennoch kein Problem. Sie haben das gemacht, was ich als Coach wollte.
da ist wichtig für die Coaches, wenn dann so eine Fehleinschätzung mal passiert, ja, da ärgere ich mich auch drüber, aber ich sehe es auch leider noch zu oft, dass dann aber trotzdem mit den Spielern oder Spielerinnen umgeschimpft wird. Und das wiederum verunsichert den Spieler oder die Spielerin. Und da muss man halt auch schauen, dass man sich dann zwar ärgert, klar, kann man laut und leise machen, ich mache es eher leise, aber dennoch nicht dem Spieler oder der Spielerin das Gefühl vermitteln, dass sie jetzt was falsch gemacht haben. Sonst hat man klar das Vertrauen gerade wieder ein bisschen in Schwanken gebracht. Dann kommen wir zur Defense. In der Defense werden leider Gottes auch immer Fehler passieren, ansonsten wäre das Spiel recht langweilig. Und Fehler können passieren aus folgenden Gründen: durch die Platz- oder Wetterverhältnisse, die gerade vorliegen, durch die aktuelle gesundheitliche Verfassung der Spieler, durch eine Fehleinschätzung, sei es durch den Coach oder des Spielers, oder auch ganz einfach durch Pech. Gehört leider auch immer dazu. Aber auch für die Defense ist es wichtig, dass die Fehler trainiert werden. Und da habe ich als Beispiel genommen, das ist auch das Beispiel, was ich auch bei uns im Training sehr oft sehe und was jetzt auch langsam umgestellt werden soll. Wir machen normale Infield-Routine an die First Base. Der Schlag geht zum Shortstop und dem geht er durch die Beine. Im Training passiert meistens Folgendes: Shortstop bleibt stehen und bekommt einen neuen Ball zugeschlagen. Da ist, finde ich, ist es wichtig, wirklich zu differenzieren, was trainieren wir. Trainieren wir heute einfach nur, dass ihr als Trainer schauen wollt, wie ist die Fielding-Routine oder das große Ganze. Wenn das große Ganze es sein soll, dann trainiert diese Fehler. Bei uns ist es dann folgendermaßen, wir nehmen wieder das Beispiel mit, wir haben die Infield-Routine an die First Base, Schlag geht zum Shortstop, der fieldet es nicht, aus welchem Grund auch immer. Die Situation wird weitergespielt. Je nachdem, wie viele Leute ihr im Training habt, wenn ihr genug habt, dass ihr die Positionen alle doppelt besetzen könnt oder sogar auch schon das Outfield stellt, dann geht entweder Shortstop nach dem Ball, den er oder sie nicht hatte, oder zur Base, je nachdem, welche Situation ihr spielen wollt. Ihr habt den Outfielder, hier jetzt in dem Beispiel Leftfield, oder die nächste Person, die ihr an Shortstop haben wolltet, als Backup, so wie auch im Spiel, der auch zum Ball geht. Infield muss dann die Spielsituation ändern. Also wir gehen nicht mehr an die 1, denn der Ball ist durchs Infield durch. Das Spiel geht weiter an die 2. Das Feld muss sich also dafür umstellen, miteinander kommunizieren, dass der Spielzug jetzt an die 2 gehen soll. Und je öfter man das macht, desto sicherer werden eure Spieler. Das heißt ja, man muss wiederholen, 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 aber diese Fehler, was man danach macht, das wiederholen wir einfach nicht genug im Training. Und darum kommt es dann vor, je nachdem, auf welchem Leistungsstand der oder die Spielerin auch gerade ist, sich dann natürlich, wenn diese Situation im Spiel passiert, nicht gleich im Kopf umklicken kann, Fehler ist passiert,
das muss ich jetzt machen. Kann man dann auch gut vergleichen mit den normalen Basics-Übungen, wie zum Beispiel Werfen. Es werden so viele Basic-Übungen gemacht fürs Werfen, was auch wichtig ist, weil es heißt ja, ein Muskel muss so und so viele Wiederholungen machen, bis er sich dran gewöhnt und verinnerlicht hat. Und genauso sollte man es aber auch mit diesen Fehlern machen und das Weiterspielen nach einem Fehler. Je öfter man es macht und das auch wirklich, wenn wir wieder draußen können, wöchentlich trainieren, wird das dann auch irgendwann zur Gewohnheit. Und dann ist es einfach auch nicht mehr schlimm, wenn diese Fehler passieren, weil das komplette Feld, jeder Spieler weiß automatisch, was er dann machen muss. Es wird langsam zur Gewohnheit. Das waren, Entschuldigung, ein zu viel. Das waren dann, ist leider nur die falsche Überschrift, da müsste eigentlich Defense stehen, aber das ist dieses mit wirklich auch diese Fehler mit ins Training reinnehmen und auch im Training trainieren. Dann haben wir die Battery, den Pitcher und den Catcher. Ich habe es mal mit dem Catcher angefangen, weil der da ein bisschen leichter ist als der Pitcher. Der Catcher ist der Teamleader. Er hat das Spielfeld immer im Blick oder sollte es zumindest haben. Und er muss das Feld, das Spiel dirigieren, wenn irgendetwas passiert. Und das sehe ich auch und nehme ich mich auch nicht raus. Ich trainiere es auch zu wenig mit meinen Catchern, auch wirklich trainiert werden. Und das kann man jetzt auch im Training sehr leicht machen, wenn man Infeed-Routines macht oder Outfeed-Routines, hat man ja meistens auch seinen Catcher neben sich stehen als Coach. Überlasst ihm ein bisschen die Arbeit. Catcher müssen lernen, laut zu sein, weil man muss sie wirklich über das komplette Feld hören. Entschuldigung. Sie müssen ihre Mannschaft leiten und je öfter sie das im Training machen, auch wirklich da die Spielzüge ansagen, was muss gemacht werden, die Feldspieler stellen, je öfter sie das machen, desto sicherer fühlen sie sich dabei. Und dann noch ein weiterer Punkt. Oftmals sehe ich Catcher auf dem Feld, die hinter der Platte nervös scheinen. Und das passiert oft, wenn sie einen Pitcher auf dem Mount stehen haben, mit dem sie noch nicht so viel gearbeitet haben oder auch nicht so gerne arbeiten. Ich bin der Meinung, dass jeder Catcher mit jedem Pitcher aus dem Team arbeiten muss. Klar gibt es immer eine Kombination von Battery, die super gut zusammenpasst und die man auch als die stärkste Verbindung dann auch aufs Feld stellen möchte. Aber dennoch sollte jeder Catcher mit jedem Pitcher aus dem Team arbeiten. Das hat aus meiner Sicht folgende Gründe. Jeder Pitcher hat verschiedene Pitches. Und da muss der Catcher natürlich auch wissen, wie kommen die, wie geht er damit um. Jeder Pitcher ist unterschiedlich schnell an der Homeplate bei einem Passball oder bei einem Wild Pitch, um die abzudecken bei Läufer an 3. Oder auch Backup an der Homeplate bei einem Spielzug. Und auch da muss der Catcher wissen, wie schnell reagiert der jeweilige Pitcher, den er gerade auf dem Mount stehen hat. Und jeder Pitcher benötigt auch unterschiedlichen Support vom Catcher. Manche wollen, dass sie zwischendurch mal was, manche Pitcher wollen zwischendurch, dass sie mal was von ihrem Catcher hören. Manche Pitcher wollen lieber in Ruhe gelassen werden und nichts vom Catcher hören. Und das muss auch jeder Catcher wissen. Wie muss ich heute arbeiten mit dem jeweiligen Pitcher, dem ich auf dem Mount stehen habe? Und wenn sich da euer Catcher auch mit jedem Pitcher wohlfühlt,
ist er natürlich hinter der Platte auch sicher und selbstbewusst und kann auch viel besser durch das Spiel kommen und das Spiel auch leiten. Dann kommen wir jetzt zum Pitcher. Der Pitcher ist der Spielmacher des Spiels. Er startet das Spiel, bringt den Ball ins Spiel zum Batter und lässt ihn hoffentlich schlagen. Und er hält das Spiel auch am Laufen. Das wollen wir natürlich. Wir möchten, dass der Pitcher den Batter schlagen lässt, damit irgendwas passiert. Das, was wir am wenigsten wollen, ist, dass ein Batter nach dem anderen gewalkt wird, weil dann passiert halt einfach nichts und wir können nichts machen. Wichtig für den Pitcher neben dem normalen Mental Game ist aber auch, dass der Pitcher im Training oft beim Defense-Training vergessen wird. Entweder, sehe ich auch ganz oft, wird gar kein Pitcher auf den Mount gestellt, wenn es ums Defense-Training geht, oder er wird falsch einbezogen. Dadurch, wie mein Coach immer sagt, Pitcher sind die faulen Spieler in der Defense, was ich persönlich als Pitcher natürlich sehr ungern höre, weil auch die haben was zu tun. Aber aus diesem Grund, weil sie es nicht so oft trainieren, wirken sie als faul, weil die viele Pitcher gar nicht wissen, was muss ich denn machen, wenn ein Schlag kommt, wenn ein Bann kommt, der entweder zu mir geht, ist einfach, der wird gefieldet und wird irgendwo hingeworfen. Aber wenn er nicht zu mir geht, muss der Pitcher auch irgendwas machen. Und das wird, wie gesagt, sehr, sehr selten, so wie ich es mitgekriegt habe, trainiert. Darum sollte das auf jeden Fall mehr ins Training integriert werden. Und was wir auch machen, wir starten dann auch immer mit der Pitchbewegung. Also der Pitcher, egal jetzt ob Baseball oder Softball, macht die Bewegung. Ob er oder sie dabei auch wirklich einen Ball pitcht oder nicht, ist egal. Wichtig ist nur, dass die Bewegung gemacht wird, weil die Startposition, also die Ausgangsposition des Pitchers auf dem Rubber, da wird dann halt auch meistens der Pitcher hingestellt, wenn er im Defense-Training mit auf dem Feld steht. Aber da steht er nie im Spiel. Im Spiel, Pitcher steht auf dem Rubber, er pitcht und wenn der Ball losgelassen wird, steht er ein gutes Stück vor dem Rubber vorne. Oftmals, je nach Verfassung des Pitchers, auch noch nicht wirklich in einer guten Position, stabilen Position, fest auf beiden Beinen, bevor der Ball zurückkommt. Und das ist auch ein Punkt, den man mit dem Pitcher viel, viel öfter trainieren muss. Diese schnelle Reaktion mit, ich habe den Ball gerade aus meiner Hand gelassen, jetzt muss ich in eine nice Balance-Position kommen und dann muss ich auf das reagieren, was passiert. Auf den Ball, der entweder direkt zu mir zurückgeschlagen wird oder wenn er woanders hingeschlagen wird, wo muss ich hin? Muss ich irgendwo hin Backup laufen? Wenn ja, wohin? Was muss ich machen? Darum haben wir ins Training mit eingenommen, dass wir wirklich mit einer Pitchbewegung dann starten, dann kommt der Schlag und dann wird gespielt, damit der Pitcher das auch wirklich immer öfter und öfter trainieren muss und sich dann auch einfach sicher fühlt. Dann zum mentalen Part beim Pitcher. Höre ich erfreulicherweise nicht mehr ganz so oft, aber habe ich früher ganz oft gehört, dass der Pitcher mir gesagt hat, seine Hauptaufgabe ist es, den Batter auszustriken. Sehe ich
Sah ich früher schon anders, sehe ich jetzt auch immer noch anders. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es nicht mehr so extrem ist wie früher. Weil ich als Pitcher, ich habe noch 8 weitere Leute mit mir auf dem Feld und die können und sollen auch was tun. Und darum ist nicht meine Hauptaufgabe, den Batter auszustriken. Natürlich möchte ich zwischendurch das auch mal machen, weil ein Strikeout aufs Konto zu kriegen ist natürlich schön. Aber die anderen sollen auch was tun. Darum möchte ich meinen Pitchern vermitteln, eure Hauptaufgabe ist es, den Batter schlagen zu lassen. Und dann kommt das Nächste. Wirklich zu trainieren, dass der Pitcher mental stärker wird, finde ich recht schwer. Und es ist auch wirklich an der wichtigsten Position auf dem Feld, weil mit dem Pitcher alles startet, der sollte schon mental der oder die stärkste Spielerin sein. Aber ich habe jetzt für mich persönlich noch keinen perfekten, guten Weg gefunden, das zu trainieren, weil ich persönlich es sehr, sehr, sehr schwer finde. Für mich hat sich dabei gezeigt, mir helfen, um den Pitcher einfach stärker zu machen, dass ich mit meinen Pitchern oft Gespräche führe, ihnen auch das vermittle, sie müssen die Batter nicht ausstriken, sie sollen die Batter einfach schlagen lassen. Dass sie sich nicht ärgern, wenn Fehler passieren im Feld. Die können immer passieren, die werden immer passieren, die können ihnen auch selbst passieren, dass sie den Ball nicht perfekt fielden oder auch nicht perfekt an die Base werfen, wo sie hin sollten. Und dass sie sich darüber einfach nicht zu sehr ärgern, weil das ist das, was dem Pitcher das Genick brechen kann. Wenn man sich zu sehr über Sachen, die man nicht verhindern kann, ärgert. Auch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist der Umpire. Wenn die Strikezone nicht so ist, wie man das gerne hätte und man meint, dass aber der Inside oder der Outside, den man gepitcht hat, noch ein toller Strike war, aber man hat ihn nicht bekommen, sondern ist nur ein Ball gewesen, dann ist das leider Gottes so. Und da muss man einfach lernen, mit umzugehen. Und das versuche ich mit meinen Pitchern hinzukriegen, indem ich einfach, wie gesagt, Gespräche mit ihnen führe, meine eigenen Erfahrungen darstelle, weil ich war früher auch so, ich habe mich als Pitcher auch über alles aufgeregt, das hat mich super viel Energie und Kraft gekostet, geändert hat es nichts, das Einzige, was war, weil ich mich so aufgeregt habe, war ich dann halt nach dem zweiten Inning total außer Puste und fertig, einfach nur, weil ich mich darüber aufgeregt habe. Damit habe ich Gott sei Dank irgendwann aufgehört und mein Partner, also mein Starting Catcher für die Battery, wenn wir sind, die bezeichne ich mich netterweise inzwischen als den langweiligsten Pitcher, den sie kennt, weil ich mich einfach über solche Sachen nicht mehr aufrege. Wenn ich sehe, Strikezone ist heute nicht so perfekt, dann muss ich sie halt gerade reinbringen, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ich lasse die Batter schlagen, ich vertraue meinem Feld, dann machen wir die Leute halt so aus. Wenn dann zwischendurch doch nochmal ein Strikeout für mich bei rumkommt, freue ich mich. Im Training versuche ich auch mit den Pitchern Drucksituationen zu trainieren. Das mache ich als Coach, dass ich mich einfach als Umpire hinstelle und auch mal eine schlechte Strikezone call. Damit einfach dieses mit, ja, es war ein für den Pitcher schöner Strike, inside high, aber ich als Umpire habe es halt anders gesehen und gebe ein Ball. Je öfter ich das mit meinen Pitchern trainiere, aus eigener Erfahrung kann ich es sagen, weil ich habe es mit einer Pitcherin trainiert, ja, ist sie wirklich ruhiger genommen, hat sich daran gewöhnt, damit umzugehen, was macht sie, wenn das passiert, hat es ins Spiel mit adaptiert und ist da viel ruhiger und gelassener geworden. Eine andere Version, die ich mache, ist, dass ich mit meinen Pitchern arbeite und sie bekommen
haben nur einen Pitch und sie müssen mir den bringen, den ich haben will. Und da notiere ich mir dann halt auch, wie hat es in dem Training geklappt, wie hat es in dem Training geklappt. Und je öfter wir das dann machen, sieht man auch, sie adaptieren gut darauf und ja, setzen es einfacher um, wirklich sich keinen Druck selbst zu setzen, sondern irgendwann sind sie auf dem Level, okay, jetzt muss ich einen Fastball schön in die Mitte pitchen, mache ich. Jetzt muss ich einen Outside Low pitchen, mache ich. Das einfach oft trainieren und da habe ich für mich gefunden, ist gut, dass sie nur einen Versuch dafür haben. Und nicht, wir machen es so lange, bis er da ist, sondern wirklich nur den einen und dann machen wir aber einen anderen. Das hat für mich persönlich hat ganz gut geklappt mit der Arbeit mit meinen Pitchern. Und dann habe ich noch eine Methode, jetzt nicht selbst gemacht, aber ist mir mal zugetragen worden. Ich durfte es mal sehen. Da ist Bestrafung des Pitchers gemacht worden, wenn ein Fehler in der Defense passiert. Also der Pitcher hat gepitcht, jetzt im Training, nicht im Spiel. Pitcher hat gepitcht, es sollte dann ein Spiel an die Eins gemacht werden. Der Ball ging dem Third Baseman in diesem Fall durch die Beine. Spiel an die Eins konnte nicht gemacht werden. Dann musste der Pitcher immer, ich glaube, es waren entweder waren es 5 Sit-Ups oder 5 Liegestütze machen. Aber nur der Pitcher. Fand die Person am Anfang richtig scheiße und am Anfang war sie auch ein bisschen angepisst über die Teamkollegen, weil sie es nicht hingekriegt haben. Aber irgendwann war der Pitcher so weit, dass er sich nicht mehr drüber geärgert hat. Er hat dann seine 5 Bestrafungen gemacht, hat danach aber wieder ganz normal weitergepitcht. Wie gesagt, das habe ich persönlich jetzt nicht ausgetestet. Ich weiß nur von einem Bekannten, der es so gemacht hat mit einem Pitcher, der sehr viel Probleme hat, dass er sich im Spiel zu sehr über das Feld aufgeregt hat, wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte. Diese Methode hat er mit dem Pitcher 6 Wochen lang wirklich durchgezogen, trainiert. Und danach kam dann der Klick bei dem jungen Mann und er ist viel gelassener im Spiel gewesen. Das kann ich euch nur so als Beispiel von jemand anderem, da kann ich euch nicht sagen, ob das wirklich so war, das war jetzt nur so aus Hörensagen, aber ich habe es für mich auch mal aufgenommen, weil ich dachte, ja, bei einem Härtefall würde ich das vielleicht auch mal austesten. Und dann kommen wir auch schon fast zum letzten Punkt bei Mental Game. Und da werden mich meine Spielerinnen in Frankfurt wie auch in der Auswahl, die kennen das schon. Ich achte sehr aufs Atmen. Und das ist auch ein Punkt, der manchmal auch vernachlässigt wird, aber der immens helfen kann. Einfach ruhiges und sicheres Atmen. Aber das auch ins Training integrieren und für euch als Coaches im Training auch drauf achten oder auch als Spieler für sich selbst im Training drauf achten oder auch auf eure Mitspieler im Training drauf achten. Wie wird geatmet? Weil Atmen hilft bei allen. Beim Fielden, wenn ihr runtergeht, ausatmen. Beim Werfen, wenn ihr ausholt, einatmen. Und beim Wurf, ausatmen. Beim Schlagen auch, wenn ihr Load geht, einatmen und mit dem Schwung nach vorne ausatmen. Habt ihr gleich noch einen Tick mehr Kraft in eurem Schwung, als wenn ihr den Atem anhaltet. Und beim Pitchen natürlich genauso. Auch wenn man in den Windup geht, einatmen und dann nach vorne mit dem Pitch loslassen, ausatmen. Genau dasselbe wie beim Schlagen. Gibt nochmal ein bisschen mehr Kraft mit in den Ball rein. Man beruhigt sich dadurch auch selbst ein bisschen, wenn man ruhig atmet, tief durchatmen. Man konzentriert sich ein bisschen besser.
und die Fehler reduzieren sich dadurch auch. Und man kann auch ruhig im Training wirklich auch mal laut, wenn ihr merkt, da ist nicht ganz so, bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt doch eher die Luft angehalten worden ist, auch ruhig wirklich laut mit aus- und einatmen, dass man das hört auf dem Feld. Kann ich aus eigener Erfahrung als Spieler und auch als Coach sagen, dass das ein sehr guter Punkt war, um sich ein bisschen zu beruhigen, runterzukommen. Und dann haben wir noch das Spiel, worauf wir alle hoffen, dass wir das bald wieder machen können. Aber viele Spielerinnen und Spieler, egal welches Alter, haben Angst vorm Spiel. Und da frage ich mich halt immer, wieso? Also für mich gibt es nichts Tolleres als ein Spiel, weil für mich ist ein Spiel einfach ein Überraschungstraining und nichts anderes. Alles, was ich im Training trainiert habe, selbst als Spielerin oder als Coach, kommt in einem Spiel vor. Ich weiß nur nicht, was heute in dem Spiel vorkommt und wann es vorkommt. Aber im Endeffekt ist ein Spieltag für mich nichts anderes wie ein Trainingstag. Dann beim Spiel wären wir noch beim wichtigen Punkt. Ja, jeder will gewinnen, aber wir wissen es alle, eine Mannschaft wird mit mehr Punkten als die andere vom Feld gehen. Man muss einfach bei den Spieltagen darauf achten, aber auch nicht nur bei Spieltagen, ich nehme es inzwischen auch ins normale Training mit, dass man sich von den Fehlern nicht demotivieren lässt. Weil der Trainingstag, genauso wie das Spiel, ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und wenn wir ein Spiel verlieren, passiert nichts Schlimmes. Wir verdienen leider alle kein Geld damit, dass uns irgendwie das Gehalt gekürzt wird. Wir müssen keine Strafe zahlen. Wenn wir das Spiel verlieren, gar nichts. Wir wissen einfach nur nach einem Spieltag, das oder das funktioniert super, das funktioniert gut, daran müssen wir noch arbeiten. Dafür ist ein Spieltag da. Ich gebe meinen Spielerinnen und Spielern einfach mit, dass man lernen muss, die Misserfolge, die wir im Training und im Spiel haben, gar nicht als Misserfolge zu sehen. Sie passieren, aber das ist nicht schlimm, dass sie passieren. Aber was wollen wir machen, wenn sie passieren? Wir wollen was Positives draus machen. Zum Beispiel mit den Sachen, die wir hatten. Ball geht mir durch die Beine, kein Problem. Entweder ich drehe mich um, werf ihn noch irgendwo hin oder drehe mich um und werde Backup für die Base, wo jetzt das Spiel hingeht. Da kam dann leider Gottes auch noch ein schlechter Wurf hin, aber ich war da und so konnten wir den Runner aber doch halten. Oder auch das Beispiel, das wir eben hatten, ich als Runner überlaufe aus Versehen die Second Base, aber ich stoppe nicht ab, sondern laufe weiter an die Third Base, provoziere dadurch noch einen Rundown. Wenn ich Glück habe, passiert da auch noch ein Fehler und ich bin safe. Wenn nicht, habe ich mich aber wenigstens nicht gleich aufgegeben, sondern die Gegner mussten noch arbeiten, um mich auszumachen. Oder auch beim Thema, beim Batter mit den Count hochschrauben. Ich habe einen Full Count. Der nächste Pitch war leider doch ein bisschen zu hoch. Ich erwische nicht, aber bin gleich losgelaufen. Wir hatten Drop the Third Strike und ich bin auch noch safe an der 1. Also ja, Misserfolge werden passieren, aber wir können immer noch einen Erfolg daraus erwirtschaften. Und das muss trainiert werden und so muss es auch von den Spielern und Spielerinnen gesehen werden. Abschließen möchte ich gerne mit etwas, was mein Vater mir früher gesagt hat und jedem und jeder, den er oder sie zum Softball und Baseball spielen animieren wollte, weil er meinte, alle müssen Baseball und Softball spielen. Um Baseball und Softball zu spielen, muss man 5 Dinge können. Den Ball fangen, den Ball werfen, den Ball schlagen, rennen und für ihn am wichtigsten Spaß haben.
Und wenn man diesen Spaßfaktor wirklich ins Training reinbringt und dann auch mit ins Spiel nimmt, ist man mental auf einem guten Level, um das einfach gut durchzuziehen. Weil aus diesem Grund machen wir es, weil uns dieser Sport Spaß macht und wir wollen natürlich auch was lernen, aber auch Spaß haben, im Training wie im Spiel. Das war es soweit von mir. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt,